Buch immer, aber eben willkommen zu einem neuen Video und zwar über Hit Pael. Ich hoffe, es gefällt euch. Der Schickott. Und hier sind wir. Wir fangen wie immer an mit dem Infinitiv und wie immer hier eine Wurzel. So, wenn wir jetzt den Infinitiv aus dieser Wurzel bilden wollen, dann setzen wir einfach nur le hit vor die Wurzel und dann sind wir auch schon im Infinitiv. Ein Problemchen, bei unserer Wurzel geht das nicht ganz so, weil unsere Wurzel fängt mit samech an. Damit gehört sie zur Kategorie pei samech. Was das genau im Hitpael so anstellt, darüber habe ich ein ganzes Video gedreht, Video 23, verlinke ich euch in der Beschreibung unten. Und bei Pei Samech geht das folgendermaßen. Dann nehmen wir die Wurzel und dann machen wir da so ein bisschen Platz. Und jetzt kommt Le Hit, aber wir ziehen es auseinander. Es ist Lamed Hey und das Taf kommt ein Stückchen weiter. Hier kommt unsere Wurzel, hier ist Le Hit, ein bisschen auseinandergezogen. Und damit kommen wir zu Lehistapek, sich zufrieden geben mit Be. Diese ganzen Regeln und auch die Spezialregeln, die findet ihr alle in meinem Buch. Auch das Buch habe ich euch unten verlinkt. Und ansonsten findet ihr diese Information auch auf meiner Webseite. So, und damit gehen wir auch schon weiter zu Präsens. Ab jetzt nur noch Pei Samech. Ja? Es ändert sich nichts. Wir werden ab sofort immer die Wurzel etwas auseinanderziehen. Und damit es einfacher ist, nehmen wir einfach den Infinitiv. Und von hier bilden wir jetzt das Präsens der dritten Person Maskulin Singular. Also werden wir Lamed Hey jetzt in ein Mem umwandeln. Und das war's auch schon. Hier kommt unsere Wurzel. Und wenn wir jetzt am Anfang ein Mem stellen, dann kommen wir zu Hu Mistapek Be. Er gibt sich zufrieden mit. Hier jetzt nochmal die komplette Übersicht übers Präsens. Hu Mistapek, Hi Mistapeket, Hem Mistapkim, Hen Mistapkot. Und das war's auch schon zum Präsens. Hier kommt das Perfekt. Das hat ja immer folgenden Ablauf. Wir nehmen eine Wurzel, wir suchen das Perfekt der dritten Person Maskulin Singular. Das ist ja immer unser Startpunkt. Und da wir wissen, dass dieses Perfekt der dritten Person Maskulin Singular dem Namen des Binyans folgt, ist die Frage, wo sind wir eigentlich gerade, in welchem Binyan? In Hit Pa L. Und ich werde nicht müde, das einzufordern, ihr müsst das auf Hebräisch schreiben, weil sonst sieht man das einfach nicht. Hier steht ja schon genau, was wir zu tun haben. Was sehen wir? Wir sehen Hey Taf und die drei Buchstaben der Wurzel. Und das ist die dritte Person, Maskulin Singular. So, und das war die Grundregel. Zurück Marsch Marsch, wir sind bei Pei Samech. Ändert aber nicht wahnsinnig viel. Die Erklärung ist die gleiche. Hey, Taf und drei Buchstaben der Wurzel. Wir müssen es einfach nur ein bisschen auseinanderziehen. So wie dass wir das beim Infinitiv auch gemacht haben. Das machen wir jetzt einfach weiter. Und damit kommen wir zu Hu Histapek B. Er gab sich zufrieden mit. Hu Histapek tragen wir in unser Schema fürs Perfekt ein. Wir suchen uns die anderen Personen. Und jetzt lesen wir das zusammen. Ani histapakti, ata histapakta, at histapakt, hu histapek, hi histapka, anachno histapakno, atem aten histapaktem histapakten, hem hen histapku. Großartig! Damit sind wir auch schon beim Futur angekommen. Zur Erinnerung, wir brauchen Prä- und Suffixe. Also die Grundregel. Wir suchen das Futur der dritten Person Maskulin Singular. Dafür nehmen wir den Infinitiv und jetzt von hier wandeln wir diesen ab, um zur dritten Person Maskulin Singular zu kommen. Wir tauschen einfach Lamed Hey gegen ein Jud, gegen den Präfix der dritten Person Maskulin Singular.
Und jetzt bei Pesamech exakt das gleiche. Ich wiederhole. Lamed Hey wird eingetauscht gegen Yud. Und hier sind wir. Von Lehistapek kommen wir zu Hu Yistapek. Hu Yistapek B. Er wird sich zufrieden geben mit. Hu Yistapek tragen wir auch in unser Schema ein. Wir suchen uns die anderen Personen. Und auch das lesen wir jetzt zusammen. Ani Estapek. Ata Tistapek. At Tistapki. Hu Yistapek. Hi Tistapek. Anachno Nistapek. Atem Aten Tistapku. Hem Hen Yistapku. Yofi. Uns bleibt noch der Imperativ. Dort haben wir ja wie immer zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, wir benutzen das Futur, um den Imperativ auszudrücken. Dazu kommen wir gleich. Oder einfach, wir nehmen den sogenannten grammatisch korrekten Imperativ. Wir fangen an mit dem Imperativ durch das Futur. Und zwar gehen wir mal zurück zu dieser Liste, die wir gerade eben angefertigt haben. Das ist die Liste mit dem Futur. Und jetzt suchen wir uns die Personen, an die wir einen Befehl richten können. Das ist du männlich, du weiblich und ihr als Gruppe. Und diese Form ist dann im entsprechenden Kontext verstanden als Imperativ. Tistapek. Ausrufezeichen. Die andere Variante ist, wir nehmen den Imperativ und da ist die Grundregel. Hallo? Grundregel. Wir nehmen den Infinitiv und von da aus leiten wir die dritte Person maskulin Singular ab, indem wir einfach das Lamed vom Infinitiv fallen lassen. Also, hier ist unser Infinitiv, Lehistapek, und wir lassen das Lamed fallen. Und damit kommen wir zu Histapek. Histapek, gib dich zufrieden. Histapek sagen wir zu einem Mann, zu einer Frau sagen wir Histapki und zu einer Gruppe Histapku. So, und das war jetzt eigentlich das vorletzte Video, weil jetzt kommt ja noch das Video mit den Substantiven. Und ich hoffe, wir sehen uns dort. Also, bis später. Neshikot, Shalom.